Hallo, ich habe lange kein Video mehr gemacht. Ich habe einfach letzter Zeit viel zu tun gehabt und pfeifenmäßig hat sich bei mir auch nichts getan. Ich habe keinen neuen Tabak gekauft, ich habe keine neuen Pfeifen gekauft die letzten Monate. Das war die letzte. Eine Refberg. Das ist mein Aromatenkocher jetzt gerade im Winter. Aber ich möchte euch heute zu einem anderen Thema was erzählen. Bis 2003 war der Verkauf der Kultspirituose, der Künstler des ausgehenden 19. Jahrhunderts und beginnenden 20. Jahrhunderts, der Absinth, verboten. Van Gogh hat ihn gern getrunken, Gauguin, Toulouse-Lautrec. Und 2003 kamen dann wieder solche Sachen hier auf den Markt. Also französischer Absinth, den kann man in jedem Spirituosenladen oder Supermarkt kaufen, hat 55% Alkohol, ist aber vom Wirkstoffgehalt des Wermutkraures sehr niedrig. Das heißt, hier ungefähr 9 Milligramm pro Kilogramm. Das ist ein Grenzwert, den man damals irgendwo festgelegt hat. Mittlerweile durchs EU-Recht und durch Untersuchungen, die das widerlegt haben, dass es gesundheitliche Einschränkungen gibt, wenn man das Zeug genießt. Das war früher eigentlich bloß eine Folge des schlechten Alkohols, der verwendet worden ist, des Methyls. Ist es jetzt wieder erlaubt, Absinthe zu brennen, zu destillieren, die einen wesentlich höheren Wirkstoffgehalt haben. Produziert wird Absinth in der Schweiz, in Italien, in der Tschechischen Republik, in Frankreich und noch diversen anderen, Spanien und noch ein paar anderen Ländern. Es gibt da unwahrscheinlich viele Hersteller. Ich habe jetzt halt, im Internet zwei Vertriebe gefunden, die sich auf Absinth spezialisiert haben und habe mir da mal ein paar Flaschen nach dem Internet-Recherche ein paar Flaschen gekauft und ich habe mich da jetzt auf den tschechischen Absinth ein bisschen versteift, weil die sehr viele kleine Brennereien haben, die überlebt haben und die noch nach alten Rezepten herstellen und jetzt Absinthe herstellen, die wieder einen wesentlich größeren Touchon-Gehalt haben. Der hier zum Beispiel, das war der erste, den ich mir gekauft habe. Der hat auch 55% Alkohol. Ihr seht hier diese schöne grüne Farbe. Alles rein Natur, keine Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe, reines Kräuterprodukt sozusagen. Und der hat sage und schreibe 30 Milligramm Touchon-Gehalt. Im Vergleich, der andere hatte 9 Milligramm pro Kilogramm. Der wird dann allerdings nicht als Absinth verkauft, sondern als Bitter. Das ist auch sein Schlupfloch, um den mit einem höheren Wermutgehalt zu verkaufen. Steht auf der Flasche Create Your Own Reality. Also wenn man da zwei Gläser trinkt davon, das heißt, es ist jetzt zwei Doppelte mit 1 zu 3 Wasser verdünnt, dann setzt da schon eine sehr entspannende und beruhigende Wirkung ein, muss ich sagen. Also es ist schon extrem entspannender, als wenn man dann Scotch Whisky trinkt. Natürlich habe ich es noch nicht herausgefordert und mehr getrunken. Es ist einfach bloß mal zwischendurch mal einer und so. Also schmeckt mir sehr gut. Ist auch nicht ganz so anislastig wie der französische da. Er schmeckt etwas bitterer und etwas mehr nach Kräutern. Und aus Neugierde habe ich dann noch zwei andere bestellt, die ich noch nicht probiert habe. Hier alles mit Banderole, verblombt und versiegelt aus der Tschechischen Republik. Dieser soll ungefähr, also an dem sollen sie 8 Monate probiert haben, an dieser Mischung von diesem. Das ist Absinth Hieronymus Bosch. Das ist ein halber Liter. Der ist der Preis allerdings dann schon höher, kostet 38 Euro. Ich lese euch mal bloß den letzten Absatz vor. Dieser Absinth wird aus rein natürlichen Zutaten in sehr kleinen Chargen in einem Naturschutzgebiet in Handarbeit destilliert. Deshalb ist jede Flasche ein Unikat. Also hört sich schon etwas speziell an. Eine zweite Flasche, eine andere. Ihr seht hier die grüne Feder vorne drauf.
auch aus der Tschechischen Republik. Alles versiegelt mit Seriennummer. Der nennt sich Absinthe Toulouse-Lautrec. So eine kleine Hommage an den Künstler Toulouse-Lautrec, der den auch gern getrunken hat, den Absinthe. Da lese ich euch auch kurz vor. Dieser hochqualitative Absinthe wird in reiner Handarbeit unter Verwendung ausschließlich natürlicher Zutaten destilliert. Nach französischer Tradition wird unter anderem auch grüner Anis verwendet, der zusammen mit dem Wermut und anderen absinthtypischen Ingredienzien eine abgerundete Komposition ergibt. Künstliche Zusatzstoffe oder eine Vorzuckerung sucht man hier glücklicherweise vergeblich. Empfohlenes Mischungsverhältnis ist ein Würfelzucker, 1:4, ein Teil Absinthe, Toulouse-Lautrec und 4 Teile kaltes Wasser. Aber wen das interessiert, dieses Absinthe-Ritual, wie dieser Absinthe getrunken wird und zubereitet wird, der kann es auf YouTube jederzeit nachschauen. Da sind etliche Videos eingestellt, die dieses Absinthe-Ritual zeigen, was man zwar nicht unbedingt braucht, aber was auch nicht viel kostet, sind solche Absinthlöffel, auf denen der Würfelzucker abgebrannt wird oder übergossen wird, und so ein normales Kelchglas, ein Absinthglas. Gut, wer das mal probieren will, der sollte sich einen bestellen. Ist wirklich eine außergewöhnliche Spirituose, mal vielleicht mal eine Alternative zum Whisky oder zu sonstigen Bränden. Diesen Toulouse-Lautrec und diesen Hieronymus Bosch habe ich bestellt bei der Absinthe-Oase. Einfach mal eingeben ins Internet, Absinthe-Oase. Da ist dann auch eine genaue Beschreibung des unwahrscheinlichen Angebots, der Geschichte und der Tradition und alles, was zum Absinthe dazugehört. Und diesen Bitter hier, Bernds Vater Bitter, den habe ich bestellt bei dem Import von Spirituosen, Spezialität aus Tschechien, Absinthkneipe. Also bloß Absinthkneipe eingeben, dann werdet ihr es schon finden. Zu den Preisen: Der hier hat der halbe Liter 27 Euro gekostet. Der ist schon so im Mittelfeld vom Preis. Es gibt wesentlich billigere, aber die wollte ich nicht ausprobieren. Ich wollte da schon die Premium-Klasse haben. Und dieser Toulouse-Lautrec, der wird dann in Absinthe-Foren dann schon als Premium-Absinthe empfohlen. Der kostet 38 Euro. Und der Hieronymus Bosch, der kostet ebenfalls 38 Euro. Der halbe Liter. Gut, das war's. Jetzt werde ich gemütlich ein Pfeifchen zu Ende rauchen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.